Hey, Hogartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Und in diesem Video möchte ich mal mit euch den Rockstar Support besprechen und euch zeigen, wie man den am besten kontaktieren kann, weil mich wirklich persönlich immer sehr viele Nachrichten erreichen, dass es halt von Bugs nur so wimmelt und dass man zum Beispiel eine Verkaufsmission beim Händler startet und auf einmal ist der Wagen unter die Map gebuggt und man kann halt nichts verkaufen, man muss das Spiel neu starten und verliert dadurch natürlich seine gesamten Ersparnisse. Und genau in solchen Fällen kann man halt wunderbar den Rockstar Support kontaktieren und in der Regel ersetzen die dann einem auch das Geld, wenn man zum Beispiel eine Rolle gekauft hat in einem Zeitraum, wo gerade eine Aktion stattgefunden hat, dass die Rolle eigentlich günstiger oder gerade umsonst sein sollte, aber man diesen Rabatt nicht bekommen hat. Auch in solchen Fällen kann man den Rockstar Support anschreiben. Und ich hatte bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht mit Rockstar-Mitarbeitern. Ich habe sowohl zweimal ein Support-Ticket geschrieben, einmal an den deutschen Support, einmal an den amerikanischen bzw. halt internationalen Support. Man muss aber sagen, da ist ein ganz deutlicher Unterschied drin. Gucken wir uns gleich zusammen an. Und ich habe auch noch einen Rockstar-Mitarbeiter angeschrieben, der quasi für Influencer zuständig ist. Habe ihn mal gefragt, was so möglich wäre an Kooperationen. Und er war es auch, der mir ein Riesenpaket zugeschickt hat, was wir morgen im Video aufmachen werden. Also auch da war der Kontakt und alles wirklich grandios. Ich hatte nur positive Erfahrungen, aber ich habe halt auch nur diese speziellen Sachen angefragt. Ich weiß von ganz vielen anderen Quellen, dass halt der Support nicht immer ganz so sauber arbeitet. Oft sind nämlich so spielrelevante Fragen, zum Beispiel, dass man Server-Disconnections hat, ganz oft. Solche Sachen werden dann oft beantwortet mit erstens, auch wenn man per Reddit online anschreibt, mit einer GTA online Antwort. Also da merkt man schon ganz klar, dass es halt einfach automatisch generierte Nachrichten sind, wo dann einfach steht, ja, ihr müsst dann Ports öffnen, ihr müsst dann irgendwelche Sachen machen, die aber eigentlich für GTA Online relevant sind und nicht für Reddit Online. Und da sieht man schon, dass nicht so wirklich personalisiert auf jede Anfrage geantwortet wird. Und wie gesagt, der deutsche Support ist nochmal ein bisschen langsamer als der englische im Generellen. Aber bevor wir uns meine Support-Tickets angucken, zeige ich euch erstmal generell, wie man den Rockstar Support erreicht. Wir fangen hier ganz klassisch bei Google an, geben dort einfach nur Rockstar Support ein und der erste Link ist es dann auch schon, der Rockstar Games Support, support.rockstargames.com/de/. Und wenn ihr hier halt nicht automatisch auf den Deutschen weitergeleitet werden wollt, packt ihr einfach den letzten Slash und das DE weg, dann seid ihr halt beim Internationalen. Geht ihr erstmal auf Red Dead Redemption 2, dann auf Online-Spiel, wenn ihr halt generelle Probleme mit irgendwelchen Sachen habt, die ihr verloren habt, dann entweder auf fehlendes Spielobjekt oder hier auf Spielfortschritt. Ich gehe hier immer auf Spielfortschritt, weil ich halt theoretisch den Händler weitergelevelt hätte oder halt mehr Geld bekommen hätte, was auch immer. Dann die Plattform auswählen, PS4 in dem Fall. Und dann haben wir hier schon den Button zum Kontaktieren. Dann wird das Ticket quasi schon geöffnet. Man kann hier seine ID eingeben, entweder halt von Steam, von PSN, der Gamertag, von Xbox, je nachdem, welche Plattform man halt eingegeben hat. Dort packt man dann seinen Benutzernamen rein, zum Beispiel bei mir. United Potatoes ist ja hier kein Geheimnis, dass ich so heiße. Moment, das ist irgendwie nicht richtig geschrieben. Danke. Dann hier die Beschreibung. Also ihr schreibt hier einfach rein, was gerade das Problem ist. Wenn ihr halt beim deutschen Support seid, solltet ihr das auf Deutsch schreiben. Wenn ihr beim englischen seid, auf Englisch im besten Fall. Und ihr sagt dann zum Beispiel, ich habe gerade eine Lieferung gestartet, dann auf einmal Black Screen, Server Disconnect und ich habe alles verloren, als ich mich wieder eingeloggt habe. Und im besten Fall packt ihr dann hier noch einen Screenshot von dem Server Disconnect rein. Und ihr müsst natürlich einen Social Club Account erstmal haben. Ich bin hier schon automatisch angemeldet, aber wenn ihr das nicht habt, einfach mal oben rechts erstmal anmelden. Beziehungsweise wenn ihr das Ticket verschickt, werdet ihr, glaube ich, automatisch dazu aufgefordert, den Social Club Account zu verbinden, beziehungsweise euch anzumelden oder wenn ihr noch keinen habt, euch zu registrieren. Ich kann hier auch erstmal auf mein Dashboard gehen und dort sehen wir auch schon die Tickets, die ich geschrieben habe. Die können wir uns mal im Detail angucken. Einmal war es hier am 11.09.2019 an den deutschen Support und danach vor etwa 2 Monaten an den englischen Support und da sehen wir auch gleich ein paar Unterschiede. Und wie gesagt, wenn ihr halt einfach den internationalen Support erreichen wollt, der tatsächlich ein bisschen besser ist meiner Meinung nach, dann hier einfach das DE und das Slash weg und schon seid ihr hier beim englischen Support und könnt nochmal hier alles eingeben. Wie gesagt, in dem Fall solltet ihr halt auch wirklich
die Description auf Englisch verfassen, weil halt wahrscheinlich kein deutscher Mitarbeiter das Ganze lesen wird. Ja, ich würde sagen, damit können wir auch schon zu meinen Tickets übergehen. Wie gesagt, erstmal gucken wir uns das deutsche Support-Ticket an. Damals hatte ich angefragt, was eigentlich los ist mit der Kopfgeldjägerrolle. Das war hier ganz frisch bei Frontier Pursuits. Da hatte ich nämlich meine 15 Gold ausgegeben für die Kopfgeldjägerrolle, obwohl die ja eigentlich umsonst hätte sein sollen. Und nach 10 Tagen kam halt diese automatisierte Antwort, dass der Fehler jetzt behoben sein sollte, dass alle betroffenen Konten das Gold zurückbekommen sollten und dass es bis zu 72 Stunden dauern kann, bis es soweit ist. Ich an der Stelle hatte mich überhaupt erstmal über eine Antwort gefreut und über die Auskunft und bei mir war es dann auch so, dass ich die 15 Gold zurückbekommen habe. Für mich war das an der Stelle erledigt, aber ich weiß halt von ganz vielen anderen Leuten, die weiterhin Probleme hatten, die das Gold nicht zurückbekommen haben und die trotzdem immer und immer wieder nur diese Nachricht bekommen haben, die halt einen einfach auch nichts mehr bringt. Also man sieht schon, nicht ganz so toll gelöst. Was jetzt den englischen Support angeht, da habe ich auch mal eine Nachricht angeschrieben, dass ich halt hier zum Beispiel genau den Fall, den wir vorher besprochen hatten, eine Verkaufsmission starten wollte, dann auf einmal Blackscreen, Errormeldung, ich komme wieder ins Game, alles war weg, $625, weil ich eine Fernlieferungsmission machen wollte und der Roxo Support antwortet noch am selben Tag und sagt mir, sorry für die ganzen Probleme, als erstes Mal geben wir dir die $625 und dann gucken wir mal, ob wir dieses Problem an sich noch beheben können. Und dann schreibe ich, super Sache, perfekt, das Geld ist angekommen, was es auch war. Und sie schreiben einfach nur, vielen Dank, dass du dich nochmal zurückmeldest am selben Tag. Also deutlicher Qualitätsunterschied. Hier schon mal meine Empfehlung, immer den internationalen Support anschreiben. Also wenn es um solche Bugs geht, dass euch irgendwas abhanden kommt, dann auf jeden Fall den Support anschreiben. In der Regel überweist euch der am selben Tag noch die Sachen zurück. Wenn ihr den internationalen Support anschreibt, der ist auch wirklich toll, was solche Sachen angeht. Da ist es gar kein Problem, die Sachen wiederzubekommen. Wenn es gegen so allgemeinere Probleme geht, gegen Hacker, gegen Server-Disconnections, dann müsstet ihr eigentlich mit einem Techniker sprechen. Da ist eigentlich der Roxas Support die falsche Anlaufstelle, weil sie halt meistens auch nur, wie gesagt, automatisierte Antworten zu euch zurückgeben, die nicht unbedingt auf euer Problem abzielen und die euch oft auch nicht weiterhelfen. Von dem her, der Roxas Support ist hier an der Stelle wirklich nur im begrenzten Einsatzgebiet wirklich toll und wenn es halt um allgemeinere Probleme geht, dann müssten wir leider auf einen offiziellen Fix warten und wir wissen ja, bei Rockstar kann das schon mal etwas länger dauern. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal zu dem Video. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen und konnte euch hiermit die eine oder andere Lieferung zurückerstatten. Das war es hier erstmal, wie gesagt, mit dem Video. An dieser Stelle nochmal ein Shoutout an die Kartoffelkönige, die mich mit einer finanziellen Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an Annika, The Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Honeybee, Yannick, Big Chris TV, Chris, Lil Assassin, Blackout, Tyson of Us, The Joker, Marcel, Sani Melsny, Nokim, MSR, Flying Fuzzle, Papa Joe, Robin El Matador, Ralf, Markus, Latenz, Chito, Frankie, Tristan, Gerhard und Julian. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom. Ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.